Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Yoshi's Woolly World für die Nintendo Wii U und befinden uns in der fünften Welt. Genauer in Welt 5-6. Das heißt, wir haben noch drei reguläre Level in der fünften Welt. Und 5-4 haben wir eigentlich ganz gut abgeschlossen. Ja, es fehlt uns eine Blume, aber 5-5 meine ich natürlich. Aber egal, davon wollen wir uns nicht abhalten, weiterzumachen. Und jetzt gehen wir in 5-6 nicht den Faden verlieren. Schauen wir mal. Denn viele Fäden haben wir definitiv bei den Woll-Yoshis. Gut. Breaking News so ein bisschen. Wer die Nintendo Direct am 1.9. gesehen hat, weiß es schon. Ansonsten wollte ich das einfach nochmal loswerden. Es kommt ein Remake von Yoshi's Woolly World, nämlich Yoshi's Woolly World mit Schnuffel. Und irgendwie habe ich das gedacht. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie so einen Shy Guy, Norm, dass wir den dagegen werfen können. Und was gibst du mir? Oh, Wolle. Klar, wir sind Wolle Petri, wir wollen Wolle. Oder so ähnlich. Nein. Ja, also doch. Okay. Ui. Jetzt natürlich die Frage, durch welche dieser Türen wollen wir? Du bist scheiße. Wenn wir hier durchgehen. Okay. Wie kommen wir an die Blume? Wahrscheinlich durch diese Tür, oder? Ah, okay. Wir brauchen Wolle. Wolle. Müssen wir irgendwie hier durchkommen? Ah, von der anderen Seite können wir das da aufmachen. Aha. Oh, ist es so ein Level. Bastel dich selbst zusammen. Ich hasse sowas. Naja, also wir haben hier quasi so eine Art kleines Labyrinth. Zweiseitig. Und irgendwie wollen wir da zu dieser Blume kommen. Okay, aber erstmal brauchen wir hier Wolle. Oh, Wolle. Mehr Wolle. Ey. Mehr Wolle. Gib mir mehr Wolle. Ich habe erst 4. Und weil die Wolle hier irgendwo auf der Map liegt, dürfen wir sie nicht einsammeln. Okay, nehmen wir das. Gut, die ist noch da und gibt uns Herzen. Hätte uns Herzen gegeben. Weil die Herzen sind jetzt weg. Okay. Gut. Brauchen wir eh nicht die scheiß Herzen. Ganz ehrlich. So, wir sind nämlich der Pro-Spieler und sind total nicht angewiesen auf Herzen. So. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Das Huhn wird auf uns aufmerksam. Okay. Wir kommen hier immer noch nicht hin. Warte mal. Können wir irgendwie nach unten gucken? Ich habe ja so das Gefühl, dass wir da unten was verpasst haben. Dass wir ganz am Anfang irgendwie nach unten gehen müssten. Okay, ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ich glaube, hier unten ist noch irgendwas, oder? Abgesehen vom Tod. Nee, scheinbar nicht. Scheiße. Gut. Aber da ist noch was. Okay. What the hell? Wir evaluieren das mal kurz. Aha. Okay. Shit happens. Nun gut. Aha. Gut. Ich würde sagen, ich habe da was entdeckt. Holen wir uns erstmal Wolle. Wir machen das Level jetzt quasi rückwärts. Ist so wie ganz, ganz moderne Art, ein Level zu schaffen. So wie rückwärts gebratenes. Kennt ihr rückwärts gebratenes? Eine moderne Art, Fleisch zuzubereiten, indem man... shit. Indem man erst backt und dann hinterher die Röststoffe drauf brät.
nicht mit Brät übrigens. Das wäre eklig. So, hier war irgendwo genau. So. Gib mir Herzen. Okay, so, tot. Nee. Falsche Tür. Wir müssen auf der anderen Seite rein. Mein Gott, ist das verwirrend hier. So, Yoshi, ab auf die Reise. Und hier hinten. Jetzt kommen wir, glaube ich, endlich an diese verkackte Blume. Ja. Jetzt haben wir allerdings halt auch dieses Huhn. Oh. So. Du bist auch paput. Paput. Und du gibst... Oh. Okay. Hier waren wir aber auch noch nicht, ne? So. Die Frage ist natürlich, wollen wir hier schon hin? Und das bezweifle ich mal eher. Deshalb lassen wir das erstmal und gehen erstmal hier rüber. Weil hier haben wir natürlich noch die Option auf diese eine andere Wolle. Die war dann nämlich hier auf der Seite. Gott, ist das alles kompliziert hier in diesem Level. So. Ja gut, nur die Frage ist, wie kommen wir an die Wolle? Gar nicht. Ganz schön Verarschung hier. Okay. Lassen wir das, gehen wir hier rein und gehen hier nach oben. So. Und nehmen diesen Weg. Hier ist noch eine Tür, durch die wir vorher nicht kamen. Aha, okay. Oh, Yoshi, komm hoch. Okay. Ist halt die Frage, was ist der richtige Weg? Ich habe keinen blassen Schimmer. So, wollen wir hier hin? Keine Ahnung. Was ist hier? Nichts. Oh Gott. Okay, okay. So, wo sind wir jetzt? Bei einer Blume. Okay, waren wir hier schon? Ja, waren wir schon. Komm, wir nehmen die einfach mal mit, um das Ganze zu speichern. What the fuck? Achso, und jetzt sind wir wieder hier. Okay, als nächstes könnten wir in die Tür da unten hin. Und gucken, was wir da finden. Mein Gott. Und irgendwie müssen wir auch noch an diese andere Wolle kommen, die wir zwar schon sehen durften, aber es war mehr so wie so ein Teaser. So, hey, guck mal, da unten könntest du theoretisch Wolle bekommen. Aber eigentlich wollen wir nicht, dass du sie bekommst und deshalb zeigen wir es dir nur und verarschen dich so ein bisschen damit. Okay, was genau hast du jetzt vor? Also wir könnten hier lang, könnten aber auch hier unten lang. Gott, ist das alles ätzend. Da gibt es auch noch ganz viele andere Türen. Mein Gott. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ja. Okay. Okay. Wie kamen wir denn hier nochmal? Shit. Ich hab mich verlaufen. Ich will da hoch. Ach, damn it. Sind wir wieder ganz am Anfang. Scheiße. So. Hier. Ja. Okay, hier hoch. Okay, das habe ich. So, da nicht lang, sondern hier lang. Nein. Ach, Mann. Gut, dann hier rein. So. Warten auf diese... auf das Ding. Jetzt müssen wir hier wieder ewig mit diesem Teil rumrasen. Gott, das wird wieder so ein Part, der ewig dauert und es passiert nichts, weil wir die ganze Zeit nur hin und her laufen. Und ich die Struktur des Levels nicht raffe. So, du willst jetzt nochmal hoch, ne? Genau, dass wir hier rein können. So. Und hier ist doch bestimmt nicht. Na gut, dann halt nicht. Aha. Du bist nett. Frage ist, wie lang du nett zu mir bist.
Okay. Du bist sehr nett zu mir. Denn so kommen wir an die dritte Wolle. Okay. Nehme ich. Nom. Ja. Okay, aber das können wir nicht aufmachen. Okay. Gut, habe ich verstanden. Ah. Okay. Also diese Stelle kennen wir. Und jetzt kommen wir auch hier oben hin. Gut. Wir evaluieren den Level. Hm? Ach so, und jetzt sind wir hier bei den zwei Teilen. Die haben wir auch schon gesehen. Oh. Okay. Ah, Wolle Nummer 2. Sehr schön. Ist hier auch was? Ja. Das war jetzt natürlich massive Wolle. Fuck. Wolleverschwendung, wollte ich sagen. Aber gut, anders wären wir nicht an die Fragezeichenwolle gekommen. Moment. Bevor wir jetzt hier weitergehen, ist hier noch was? Nein. Ich dachte mir nur so, manchmal sind die ja echt arschig. Verstecken was in der letzten Ecke, wo sonst kein Mensch hingeht. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Nein, 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 wir wollen noch Wolle mitnehmen. Danke. So. Okay. So. Danke. Danke, Spiel, dass du bist so gütig. Das hat sich gerade angefangen aufzubauen. Ja, war. Man soll wahrscheinlich nicht sehen, dass es aus dem Nichts kommt. Okay. Und immer dran denken, nicht auf die Stacheln, die sind nämlich Insta-Death. So, wir machen das einfach mal. Guck mal, was hier passiert. Nom, 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 nom. Okay. Gut, dann schießen wir die halt ab. Vierte Blume, okay. Hoi. Nicht auf die Stacheln, die sind nämlich Insta-Death. Nicht auf die Stacheln, die sind Insta-Death. Definitiv nicht auf die Stacheln. Scheiße! Oh Gott, was... Oh Gott, uns fehlt jetzt so ziemlich alles. Ach, so eine Scheiße. Habe ich gerade eben gesagt, nicht auf die Stacheln. Das war aber auch so fucking eng da hinten. Okay, gut. So, wir wollen, glaube ich, erstmal hier... Wir haben keine Wolle. Wir haben keine Wolle. Naja, gut, jetzt haben wir die Wolle, aber... Das ist doch alles Kokolores. So. Können wir das schon mal aufmachen? Bringt uns jetzt aber noch nicht großartig weiter. So. Jetzt gehen wir hier hin. Holen uns hier erstmal Wolle. Ah, Mann. Dieses Labyrinth ist echt ganz schön dreckig. So, die haben wir aber jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. So, wir wollen hier rein, um wieder nach vorne zu kommen. So, hoch, perfekt. Ich meine, letztendlich, wir haben ja schon den großen Durchgang.
Aber ich glaube, hier haben wir noch was vergessen. Wenn ich die einzelnen Stellen sehe, dann kann ich damit was anfangen. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, yo, diese Stelle war genau das und diese Stelle war genau das. So. Okay, Herzen kennen wir. Hier war eine Wolle. So. Und jetzt können wir... wieder den einen Weg hochgehen. Weil jetzt haben wir soweit alles. Genau, dann können wir hier lang. Wahrscheinlich haben wir nicht alles, aber zumindest das, was wir hier so brauchen. So. Einmal nach oben. So, und hier... Genau, hier war ich so tierisch irritiert, weil wir hier 25 Wege haben, die wir machen können. Und ich hatte mich eben erstmal für diesen hier entschieden. So. Ich habe die Dinger komplett asynchronisiert. Gut. Heißt für mich, wir machen erstmal das hier und schießen diesen Typen nicht ab. Weil es nicht geht. Gut. Nehmen wir das da. Wir hatten vorhin auch irgendwie noch so eine zweite Speicherblume gesehen. Puff. Da ist doch bestimmt... Wusste ich doch. Herzen. Naja. Wusste ich doch. Okay. Blume Nummer... Drei. Die hatten wir vorhin nicht. Wir hatten vorhin, glaube ich, Blume Nummer 4. So. Okay. Okay. Hier waren wir schon. Ich weiß nur jetzt nicht, wo genau wir sind. Ach so. Jetzt weiß ich, wo genau wir sind. Dann darf dieses Ding hier jetzt einsetzen. Genau. So. Jetzt dürfte das Timing von den Teilen hier wieder stimmen. So, genau. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Wow. Gut, das passt jetzt und wir können durch diese Tür gehen. Was gibt's denn hier? Bestimmt irgendwie eine Wolle oder... Fuck. Hoffentlich war in dem ersten nichts Wichtiges. Mit Sicherheit ein Stempel, ja. Okay. Oha. Ist hier noch was? Nein. What? Das heißt, wir müssen dahin noch, da noch mal hin. Ah, okay. Das ist hier auf der Etage. Gut. Diesmal stelle ich mich hier deutlich besser an. Vorhin beim ersten Mal war das, war ich da sehr ungeschickt und bin sofort in die Stacheln gekommen. Obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, nee, hier in die Stacheln, nee, hier in die Stacheln. Ja, schade. Okay. Oh. Gott, was ist denn hier los? Voll das Chaos. Okay, eine Blume. Herzen, die keiner braucht. Und Knopfspucker, die keiner braucht. Okay. So. Dumm eigentlich, dass ich die Knopfspucker kaputt gemacht habe, denn jetzt kommen wir hier oben nicht mehr an die Teile ran. Wobei, wenn wir den Flatterflug geschickt einsetzen, könnte das vielleicht noch klappen. Komm, danke.
So. Okay. Das hat geklappt. So, jetzt die Frage. Uns fehlt ja, vierte Wolle und vierte Blume. Egal, wir beenden den Level jetzt. Keine Ahnung, wo die waren. Wirklich nicht. Nach 20 Minuten haben wir den Level endlich geschafft. Gott, was für eine Farce. Okay. Ja, immerhin haben wir alle Herzen. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist eine der nervigsten Sachen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen in diesem Eisknubbel hier. Gut, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.